irgendein Wasser-Pokémon brauche ich halt. Das ist eigentlich das Erstbeste, was man kriegt. Pikachu habe ich auch schon. Geil. Dieser Krachler, der hat einfach 80% Resistenz auf alles. Ah! Was machst du denn? Wackfuhen. Wackfuhen. Ich hab nicht so Bock auf Mortal. Vom Impatch finde ich jetzt besser, dass sie das jetzt gemacht haben, dass du bei den Wänden und so, weißt du, von dem Haus, die kosten jetzt nur noch die Hälfte, ne? Aber, das Beste, der muss ja so dumm sein, der muss sein ganzes Haus renovieren, ja? Und komplett die Wände alle neu machen, weil, ne? Weil, naja, Wände wird es damit wahrscheinlich nie ändern. Ja, am Arsch. Nee, ich bin heute zu fertig für Pokémon. Für Mortal. Ja gut, wäre gut, wenn man den Aussagen im Forum Glauben schenkt, dann ist Mortal tatsächlich das neue Pokémon. Mit Death Knights überall. Die übertreiben mal wegen, aber wahrscheinlich haben sie nicht ganz unrecht. Ja, ne, Pokémon ist ganz cool, die legendären kannst du nicht fangen halt. Also nicht behalten, die fängst du und dann hast du die bloß eine Zeit lang und dann, dass jeder die kriegen kann, weil die ja nur einmalig sind. Ach, du spielst das Poke-MMO, oder? Hm. Ach cool, das habe ich auch gespielt. Ey, brauchst du hart, da brauchst du Geld und Pokémon, ich habe noch tonnenweise Scheiße. Hm. Oh. Ich brauch's nicht. Ja, dann hau halt her. Meinst. Ja, ich muss erstmal wieder installieren, erstmal muss ich erstmal raffen, wie man das tut. Der 20. Juli 69, die erste Mondlandung. Für die Fernsehübertragung hatte ich extra einen Farbfernseher gekauft. So geil. Ja, klar, warum nicht? Weißt du, sparst du dir ein bisschen Zeit und Ding und musst nichts fahren? Ja, was heißt Spaß und Zeit? Ich meine, ich weiß zum Beispiel, wenn ich jetzt einen Sichler oder so haben will und du hast eins, ich habe halt keine Ahnung, wo ich das herbekomme. Achso, ja, nee, ich habe zum Beispiel auch keinen Sichler. Ja, aber wenn du irgendwas halt hast, was interessant ist, das ist halt die Frage. Ja, ich habe eigentlich gar nicht so viel gegrindet, so wie sie es anhört. Ich habe das tatsächlich durchgespielt und hatte dann halt einfach die Items, wenn du durch die Quests alle kriegst. Hab ich einfach alle verkauft im Auktionshaus. Einfach alle verkauft. Und da kommt so viel Geld zusammen, weil das halt alles diese sauteuren Items sind, die man nur kriegt, wenn man es tatsächlich einmal durchspielt und so. Also auch die ganzen Sachen, da sind ja alle anderen voll scharf drauf. Und dann hab ich die dann alle verscherben, dann hatte ich gleich ein paar Millionen Ding. Und dann hab ich mir dann gleich Pokémon auf Level 100 gekauft. Die sind zwar nicht so gut, aber die haben halt gereicht. Also das Problem ist glaube ich auch, ich habe kein einziges Pokémon, was du nutzen könntest, weil du die gehorchen die alle nicht. Wieso? Ja, weil wenn du jetzt wenn du den ersten Orden hast, nur bis Level 20 oder so, und dann brauchst du erst einen zweiten Orden, dann bis Level 30 und so weiter. Ja, macht ja nix.
Geht halt nur um interessanter. Ich meine, jetzt ein Smetpo brauche ich nicht. Habe ich selber. Also, ja, was Interessantes habe ich nicht wirklich. Ich habe nur die Standardviecher, die halt, naja. Teuer, also teuer in Anführungsstrichen, billig gekauft im Auktionshaus. Hm, kannst du ja mal durchschauen und mir sagen, was du hast. Wenn du aber schnell irgendein Pokémon brauchst, das einfach nur Power hat, um irgendwie weiterzukommen, dann brauchst du tatsächlich nur ins Auktionshaus gucken und da gibt's einfach dann, da gibt's auch Pokémon für irgendwie 1000 oder so. Also richtig keine billig eigentlich. Keine Ahnung, wo das, wie man da reinschaut. Weißt du, in den Pokémon Center ist doch immer so ein Terminal, so ein PC. Ja. Dein ja. PC. Genau, und da kannst du auch das Trading-Fenster aufmachen. Achso. Ja, da sind schon geile Pokémon drin, aber schweineteuer. Hm? Schweineteuer. Mhm. Kannst aber auch nach Preis ordnen und so. Ja, ein Abra für 40.000, bin ich behindert. Ach. Nee, da gibt's auch saubillige meistens. Ja, aber nur scheiße. Magnetilo und so. Ja, Level 106, jetzt kann ich meinen bescheuerten Hut wieder aufziehen. Nice. Ach, man kann die auch immer bloß nur für 30 Tage reinstellen, oder was? Ja. Ja, wenn es dann halt keiner kauft, dann kriegst du halt wieder zurück. Gut, dass hier nirgendwo mein Geld angezeigt wird. Hm. Bestimmt irgendwo. Ja, meist wie in jedem Pokémon-Spiel im Pokémon-Trainerpass. Bitte was? Im Trainerpass. Ah, da ja, stehen deine Ordensanzahl drin und dein Geld. Hm, das ist mickrig. Da spricht der Süchtling. Nein. Überhaupt also, nicht. Also, ich schaue jetzt mal: Pokémon habe ich jetzt gespielt 16 Stunden. Jetzt schauen wir mal auf Mortal seit Steam. Mortals seit Steam 2600. Soll ich mal gucken? Du hast weniger als ich. Ja, auf dem Counter vielleicht, ja. Aber er hätte es von Anfang an gezählt, wahrscheinlich mehr. Ja, dann nicht. Aber von Steam an, warte mal, hier bist du. Ja, ich habe wahrscheinlich tatsächlich nicht so 1000. Viel. Ja, na gut. Also ich habe fast das Dreifache. Aber wie du schon sagst, wenn es von Anfang an gezählt hätte. Hast du nicht von Steam Release gespielt? Doch, oder? Ja, aber da gab's. Ja, haben wir doch alle. Ja. Ja, klar. Oh, ein Ditto, aber Level 62, ich weiß halt nicht, ne? Ditto, geil! Ja, aber Level 62 und frech. Ditos sind nur geil, wenn man züchten will und das auch nur in den alten Versionen ab. Ich meine, dem ersten für den 3DS war es scheiße. Keine Ahnung, ich zock's am PC. Ja, und ich weiß halt nicht, wie sie es am PC gemacht haben, das ist es halt. Ja, das ist die Smaragd-Edition. Die Smaragd-Edition. Ja, dann könnte es sogar noch für Züchten ganz gut sein. Weil mit einem Ditto kann man jedes Pokémon züchten, was man will. Ja, aber die sind halt alle so Level 66 hier, die verkauft werden. Das ist egal, welches Level.
Oh, ein Rion. Der ist so geil mit den beleuchteten Tastaturen. Jetzt kann ich auch im Dunkeln spielen. Ich weiß, wo die Tastatur ist. Yes. Ja, das einzige Problem ist, dass es kein Franken-Layout ist. Franken-Layout. Was, die guten Pokémon sind alle schweineteuer. Es gibt eigentlich kein gutes Pokémon, es kommt auf die Attacken an, die man dem gibt. Jein, ja, von ja, es gibt auch die Stats, die gehen bis 31, die Grundstats. Das, ich will es halt von unten, von 0 immer hoch trainieren, damit's. Weil wenn die Level höher gefangen sind, dann haben die schlechtere Stats, als wenn du selber hoch trainierst. Das stimmt, ja.